Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Minecraft Classic. Ja, ich habe hier ein bisschen abgewartet, um zu gucken, wie viel da insgesamt spawnt. Aber so viel ist es leider auch nicht. Und ja, und es wird auch ein bisschen Zeit, dass man die Falle hier ein bisschen spinnensicher gestaltet. Hoppala, kommt ihr denn her? Klar, da kommen ab und zu mal ein paar Zombies und Spinnen nach. Aber es ist alles andere als sicher und alles andere als effektiv. Können wir hier noch vielleicht so eine Absicherung machen? Ich glaube, wenn es so ist, können wir die nicht mehr totprügeln. Wir kommen auch nicht an den Loot ran, oder? Abwarten. Ich gehe nochmal kurz weg und komme gleich wieder. Ja. Also totprügeln können wir ihn. Bekomme ich dadurch auch eine XP? Ich denke ja. Moment, gehen wir nochmal kurz weg. Und kommen dann gleich wieder. Dann wissen wir es genau. Naja, zumindest müsste die jetzt relativ sicher sein. Das ist doch auch schon mal was wert, oder? Also an den Loot komme ich so nicht mehr ran. Moment, muss ich vielleicht den Boden ein bisschen tiefer legen? Und was ich vorhin auch gesehen habe, was mich wirklich gestört hat, ist das da. So. Au! Naja, so nicht. Gut. Dann muss ich das hier alles noch austauschen. Na gut, so komme ich auch nicht an den Loot ran, aber immerhin schon ein bisschen besser ist es geworden. Definitiv. Vielleicht habe ich hier irgendwie so ein Slab rein. Ne, da komme ich nicht mehr rein. Aber gut gedacht. Weißt du was? Dasselbe wiederholen wir hier auch. Schade jetzt um die zwei Steine. Genau. So haut das hin. Dann kommt hier so hin und dann passt die Sache ebenfalls. Das Problem ist, wenn mir jetzt da direkt ein Creeper vor der Nase landet, dann kann ich mich höchstwahrscheinlich nicht gegen ihn wehren. Die paar Steine komme ich leider nicht mehr ran. So, hoppala. Naja, dann bleibst du halt eben da unten. Wobei, mir fällt da gerade ein, wenn es da unten nicht hell genug ist. Wir haben ja eh überlegt, ob wir die Falle vielleicht noch ein, zwei Stockwerke runterziehen können. Weil der Platz wäre dafür ja da. So ist es ja nicht, oder? Und ich glaube, in der Zwischenzeit ist der Loot despawned, oder... Ich habe ihn aufgesammelt. Allzu viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht mehr. Jetzt möchte da auch nichts mehr runterfallen. Gehen wir wieder ein paar Meter zurück. Machen hier noch die Tür zu. Damit die sich ein bisschen heimisch fühlen. Rennen hier ein bisschen rum, damit die nachspawnen können. Weil die spawnen ja erst wieder nach, sobald man ein bisschen weg ist. Wie gesagt, ist ja alles andere als effizient. Zumindest Spinnen hören wir da noch. Kommt da noch jemand? Hallo? Au! Ich bekomme trotzdem ein paar auf die Gosch. Und ein Creeper landet. Oh. Au! Au! Wow. Ist ja lebensgefährlich hier. Nun gut, machen wir es halt eben so. Da komme ich jetzt wenigstens schnell wieder weg. Ja gut, die erwischt mich jedes Mal. Ich glaube, dagegen kann ich auch nichts machen. Oh, das sind zwei Skelette. Wie komme ich an den Loot ran? Loot. Ich glaube, das hier dient einfach nur zum Loot sammeln. 14 Level haben wir mittlerweile.
Effizient sieht anders aus. Ja gut. Immerhin haben wir es versucht. Au! Schießt er mir mitten ins Gesicht. Den Loot noch sichern und dann können wir abhauen. Ich glaube, wir werden diese 14 Level mal dafür einsetzen. Ist hier irgendwo was in der Nähe gespawnt? Ich glaube nicht. Jetzt ist da wieder was runtergeplumpst. Ach, wenn wir da nur sagen könnten, hey yo, hier bitte nur Zombies spawnen. Dann könnte man darauf klarkommen. Guck mal, ein Creeper. Gut, explodiert zumindest nicht instant. Noch wer? Nicht? Ah, oh, ich muss irgendwie auf 40 Level kommen. Die Frage ist, wie macht man sowas? Wir könnten hier draußen ein bisschen rumrennen. Ein paar ahnungslose Spinnen verprügeln. Hallo, hopp. Und den Zombie da hinten nehmen wir direkt auch mit. Na, kommen wir mal ran. Und ihr seht gerade, ich habe hier die Texturen für die Mobs ausgetauscht. Weil so werden die wenigstens richtig angezeigt. Das passt schon so. Ja, kommen Sie mal ran, junger Mann. Hoppala, au. Dass die mal so hart zuschlagen müssen. Oh, das sind zwei Creeper. Naja, XP ist XP. Das war knapp. Der hat schon geblinkt. Aber gut, prügeln wir die Nacht noch ein bisschen mit Monstern durch, damit wir so ungefähr 40 Level bekommen. Was Ewigkeiten dauern wird. Keine Sorge, Schaf, dich verprügel ich nicht. Du kannst hier ruhig bleiben. So. Wenn wir hier mit dir fertig sind, gehen wir nochmal zur Falle. Und schauen mal nach, ob da wieder was nachgespawnt ist. Ich glaube, ich muss einfach nur die Gegend rundherum noch ein bisschen besser ausleuchten. Damit da... Hoppala. Ich treffe euch nicht. Damit da halt tagsüber nichts in den Höhlenspot. Au! Was hast du nun davon? Nee. Die wollen es einfach wissen, oder? War da gerade ein Zombie? Jawohl. Ah, mehrere. Ach, wenn wir schon die Version hätten, da wo man... Oh, das ist ja eine richtige Invasion. Das Skelett muss zuerst dran glauben. Ich glaube, ob da ein Sex war es so, oder? Sobald man nie einen Zombie gehittet hat, dass alle aus der näheren Umgebung auch hingerannt sind. Ja, ich tue es nur für die XP. Nein! Ja, guck mal einer an. Ich glaube, jetzt wo die alle hier draußen sind, wird drin nichts mehr spawnen, oder? Ja, was hast du dir so gedacht, Freundchen? Dass das immer so knapp sein muss? Oh, guck mal, da sammeln sich schon ein paar. Ist doch gut. Also nachts rundherum ein paar Zombies verprügeln. Ein paar andere Monster. Auf die Creeper könnte ich verzichten, wenn ich ehrlich bin. Gut. Wir haben 16 Level. Die Frage ist, wie viele bekommen wir jetzt da drin? Ja gut. Nicht explodieren, Leute. Wieso ist da nichts kaputt gegangen? Kann mir das einer erklären, weil da ist doch gerade ein Creeper hochgegangen. Ach so, das ist kaputt gegangen. Ansonsten scheint ja die Konstruktion relativ safe zu sein. Ist doch gut. Aber das waren jetzt nur 17 Level. Also insgesamt einer. Naja, tagsüber würden da drin mehr spawnen. So, dann durchstreifen wir nochmal kurz die Wälder. Oder setzen wir die 17 Level auf eine Verzauberung? Nicht hochgehen. Braver Creeper. Dass man nicht alles für ein bisschen XP tut, ne?
Und der hat zum Glück kein Zielwasser getrunken. Au, ich nehme alles zurück. Ah. Mein Dia-Schwert hat aber auch schon bessere Tage gesehen. Au. Nee, ich glaube, ich gebe mich mit meinen 17 Leveln zufrieden. Ich sollte im Kampf nicht was essen. Das ist relativ ungesund. Na, guck mal einer an. Da steht noch ein Freiwilliger. Und da ist gerade was gelandet und hat sich wehgetan. Kann es sein, dass die Schwerter damals auch weniger Schaden gemacht haben, sobald die ein bisschen runter waren von der Haltbarkeit? Aber Enderman gibt es hier keine. Aber dafür 100.000 Spinnen. Ist ja unglaublich. Meine XP. Juhu. Und du versuchst das nicht nochmal, verstanden? Und drei Creeper. Gut. Das Skelett hier noch. Nein. Braver Creeper. Wow, den habe ich jetzt beinahe nicht erwischt. Also sich mit Creepern da draußen rumzuprügeln, ist ja schon irgendwie schmerzhaft. Ja, guck dir mal einer an. So viele sind es gar nicht. Vielleicht kommen jetzt noch ein paar nach. Ihr könnt ruhig runterdroppen. Das stört mich nicht. Ja, aber die meisten werden erst wieder spawnen, wenn es Tag ist. Hallo? Level 19? Jawohl. Dann würde ich mal sagen, bastle ich mir mal eine Dia-Spitzhacke und verzaubere die auf Level 19. Und werde mich dann zu Tode ärgern, dass dabei nur Müll rausgekommen ist. Ja. Ich glaube, so wird das sein. Na komm, gib mal ein bisschen Gas. Ein bisschen Bewegung schadet uns ja nicht. So, drei Diamanten. 1, 2, 3. Stickies habe ich genug. So, jetzt bin ich mal gespannt, was dabei herauskommt. Vielleicht halte ich mich anfangs nur mal auf, bis ich eine voll funktionsfähige Monsterfalle habe. Nur auf Eisenwerkzeug konzentrieren, aber ich will es jetzt unbedingt wissen. Was bringen mir 19 Level? 11? 13? 16? 17. Ich nehme die 17. Effizienz 2. Immerhin. Ja, jetzt bräuchten wir wieder ein bisschen mehr XP. Wir konnten uns ja mal angucken, was die so von der Durchschlagskraft her hat. Aber doch nicht nachts. Legen wir uns schnell mal schlafen. Gute Nacht. So, dann würde ich mal sagen, verprügeln wir jetzt nochmal das eine oder andere Monster, wo es gerade Tag geworden ist. Damit wir ungefähr auf Level 5 kommen. Dann machen wir uns noch eine Dia-Schaufel. Die verzaubern wir dann auch auf Level 5. Aber man muss schon sagen, die Verzauberung war schon wirklich Käse. Aber stell euch mal vor, sowas ähnliches, beziehungsweise genau dasselbe, kann uns auch auf höheren Leveln passieren. Dass man dabei nur Mühe bekommt. Ah, jetzt kommen sie. Einer nach dem anderen, wenn ich bitten darf. War's das schon? Ja gut, meine Knochen. Die werden wir auch alle irgendwann mal benötigen. Noch ein Level. Hallo. Au. Ja, so ist fein. Den nächsten bitte. Teilweise dauert es ja wirklich lange, bis die da hier runterfallen und mir dann ein paar aufs Maul geben. Und ich sollte was essen. Weil mit drei Herzen hier rumzulaufen ist doch ein bisschen schwierig. Wo können wir eigentlich einen Abbautest machen? Ich habe ja aktuell nichts zum Abbauen.
ich mir vielleicht doch irgendwie erstmal eine Diaschaufel verzaubern sollen. So, wieder voll genährt. Und wir machen uns jetzt mal eine Diaschaufel. Die verzaubern wir auf Level 4. Dabei kann gar nichts Gutes rauskommen, oder? Aber wir haben ja Diamanten ohne Ende, von daher passt das schon. Wird ja auch Zeit, dass die mal genutzt werden. So, auf Level 4 verzaubern. Und hoffentlich kommt dabei sowas ähnliches wie Effizienz 2 raus. Nee, ich glaube nicht, eher 1. So. Level 4. Moment mal kurz. So, wo haben wir denn Level 4? Ach, hier. Effizienz 1, immerhin. Damit könnten wir schon mal im zukünftigen Lager anfangen zu buddeln. Ja. Sollte definitiv nicht schaden. Den ganzen Loot mal ablegen, den wir an der Monsterfalle gesammelt haben und in der Nacht. Oh, da haben wir eine ganze Menge Schrott beisammen. So, und jetzt kommt der Härtetest. Na, allzu viel schneller ist es noch nicht, weil ist ja nur Effizienz 1. Aber vergesst nicht, Leute, wir müssen dieses ganze Sandzeugs hier eliminieren, also komplett rausbuddeln. Fackeln würde ich doch gerne stehen lassen. Für den Fall der Fälle. Aber doch. Ist ein halbwegs annehmbares Tempo. Auch wenn es deutlich schneller sein könnte. Moment, hier vielleicht auch noch eine Fackel hin. Na, ich glaube, wir werden diese Diaschaufel hierfür komplett aufbrauchen. Aber in der nächsten Folge gehen wir dann mal in den Nether und schauen einfach mal, ob wir dort irgendwie eine Netherfestung finden. Das wäre doch klasse, oder? Oh, Eisen haben wir hier auch noch. Ist doch schön. Moment. Ja doch, das geht jetzt deutlich schneller als mit einer Eisenspitzhacke. Nochmal der Vergleich. Effizienz 2 ist doch schon ein Ticken besser. So, weil hier werden wir natürlich auch eine ganze Menge Steine abtragen müssen. Aber was wir jetzt hier abtragen, das haben wir. Sparen wir halt ein bisschen Zeit. Ich möchte es natürlich jetzt nicht alles machen, weil führt ja zu nichts. Aber zumindest ist es schon mal gut zu wissen, dass wir jederzeit, wenn wir es wollten, hier einfach mal ausheben könnten. Boah, ich hätte wirklich auf eine bessere Verzauberung sparen sollen. Effizienz 1 bringt es einfach nicht. Damit sparst du ungefähr 0,1 Sekunden vielleicht. Dann 0,01. Naja gut, zumindest können wir ein bisschen Sand farmen, den wir aktuell nicht benötigen. Das wollte ich dann mal angemerkt haben. Aber es läuft. So. Und man kann auch noch anmerken, dass die Schaufel ungefähr 3000 Blöcke abbauen kann. Oder 1000. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Müsste ich mal im Wiki nachgucken. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Aber ich glaube, so 1000 Blöcke kann sie abbauen und, also mindestens 1000, ohne zusätzliche Verzauberung, ohne Haltbarkeit oder sowas. Und das lohnt sich ja dann schon. Nee, aber jetzt erstmal genug Sand gegraben. Wie gesagt, in der nächsten Folge gehen wir dann in den Nether. Den Sand räume ich jetzt noch schnell weg und dann ist die Folge schon vorbei. 1, 2, 3, 4. 4,5 Stacks ist ja schon ordentlich.
Die Erde lasse ich auch mal hier. Die Steine. Das Eisen. So. Baumaterialien brauche ich auch nicht. Ein Iron Ingot. Nun gut, eine Dia-Axt fehlt uns noch. Aber ich würde mal sagen, meine Freunde, das war's von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.